Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und wir haben natürlich letztes Mal festgestellt, dass unsere... Oh, jetzt muss ich mir ein bisschen eine neue Tastatur... au! Scheiße, das war nicht so gut. Dass unser Holz ja leer ist für die Forge und deswegen brauchen wir nochmal ein bisschen Holz und deswegen gehen wir nochmal los, ein bisschen Holz hacken. Oh? So machen wir das. Und ja, jetzt ist aber auch gleich abends. Und deswegen bin ich nicht so schlüssig, was wir so anstellen jetzt. Ob wir vielleicht nochmal einfach irgendwo... Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal kurz hoch die Forge anschmeißen. Und ob wir denn über Nacht irgendwo hingehen und Sachen machen. Oder ob ich über Nacht mich zu Hause hinsetze und Sachen crafte. Weiß ich gerade nicht. Es ist halt jetzt auch schon wieder... Tag 8 gleich rum. Müssen wir auch so langsam schon mal... Ja, das muss man immer schon früh machen. An Tag 14 denken. Ich denke unentwegt an Tag 14. Kann einfach Tag 14 nicht vergessen. Das war so schön. Wird so schön gewesen waren. Wenn ihr versteht, was ich in meinen bin. So, wir nehmen auch noch ein bisschen Sand direkt mit hier, komm. Einfach, weil wir es können. Aus dem einfachen Grunde. Das, ja. Ja, guck mal, gibt schön viel Sand. Weil wir brauchen noch Zement. Und wir müssen auch, ich glaube, das machen wir morgen früh mal. Wir gehen uns mal ein bisschen umschauen, wo wir wohnen möchten. Ne? Wo wir jetzt dann... uns wirklich häuslich niederlassen. Das ist nämlich so eine Sache, die ich auch noch nicht weiß. Aber eine Sache, die geklärt werden müsste mal, so langsam. Aber langsam. Ja. Also gut, wir haben ja geklärt, dass man keine Mine mehr braucht, dringend. Sondern, dass man einfach irgendwo buddeln kann. Und dann findet man eventuell Sachen. Das wäre natürlich sehr, sehr Zauberzucker, aber... Ja. Ja. Leute, ja. So, wir machen mal schnell. Machen wir? Wie viele Pfeile? 100. Ja, kommt, wir gehen ein bisschen looten. Nicht wieder so hier, so. Besser, viel besser. So, ist falsch rum. Das war nicht so schlau. 20.50 Uhr, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell an allen Seiten offen hier. Da war nämlich gar nicht so weit weg, war ein größeres Haus. Da können wir uns einlisten für heute Nacht und looten. Ja, loot. Natürlich ein Zombie. Das war es mir nicht zu gefallen, da laufen wir mal außen rum. 21.06 Uhr sich jetzt mit Leuten anlegen, ist nicht so mein Lieblingsplan auf der Welt. Jetzt sind wir ein ganz schöner Schöpfer. Alles ruhig bis hierher. Finde ich gut. Machen hier mal schnell auf und schlüpfen rein. In die gute Stube, bevor hier noch Sachen kommen. Also Leute, und Sachen passieren. Rein. Und so, die Schaufel brauchen wir hier drin, glaube ich. Eher nicht. Schwuppdiwupp, schwuppdiwupp. Ah! Und jetzt mal... Oh, auch nicht so geil. Wir brauchen mal eine Stahlpickaxe so langsam. Was? Nee, alles gut. Alles gut. Skreppe. Was? Wo... Da kommt jetzt Eisen raus wieder? Was soll denn das? Wo sollen wir denn dann unseren Brass herbekommen alles? Wenn da Eisen rauskommt. Ist aber nicht schön.
Das finde ich nicht schön. Ich fand das sehr, sehr angenehm, dass man überall einfach Brass aus den Dingern bekommen hat. Aus den... Wie heißen sie doch gleich? Faucets. Warum ist denn hier kaputt? Waren hier etwa welche drin? Das finde ich natürlich aber schön, dass da Bücherregale sind, zwei Stück. Aber wir gehen mal ein bisschen mit System vor. Wir gehen hier erstmal in diese Ecke. Siehst du? Ist nämlich nichts. Außer dieser Mülleimer. Und dieser Mülleimer enthält ein Holz und einen Stoff. Kann man ja mal machen. Und jetzt wird's gleich Nacht. Dumm. Jetzt ist es gefährlich, draußen zu sein. Und auch drinnen ist es gefährlich. Aber wir haben ein AK-47-Rezept zum zweiten Mal. Aber stört uns das? Ich glaube, nein. Denn auch wenn wir die AK-47 bereits beherrschen, wenn wir das Buch nochmal lesen, verinnerlichen wir die Kunst des Waffenschmiedens. Nicht Waffen. Ganz Schusswaffen. Der Schusswaffenherstellung. Genau. Die geheime Kunst, weitergegeben eigentlich nur von Lehrer zum Schüler. Auf dem Sterbebett. In diesem Fall durch ein einfaches AK-47-Buch wiederentdeckt. Das war der maskierte Gunsmith, der das gemacht hat. Kennt ihr noch den maskierten Magier, der die ganzen Zaubertricks verraten hat, immer? Und deswegen maskiert war und... damit die anderen Zauberer ihn nicht umbringen, durfte man seiner Identität nicht. Und hat natürlich auch nicht mit seinen echten Assistentinnen gearbeitet. Und und so einer war das jetzt hier. Nur halt kein Magier, sondern ein Waffenschmied. Waffenschmied, sage ich schon. Also ein Schusswaffenhersteller. Der halt gegen den Kodex der Schusswaffen... Ich hatte gar keinen Bananenhahn. Gegen den Kodex der Schusswaffenhersteller-Gilde dieses Buch geschrieben hat. Und deswegen... ist er wahrscheinlich gestorben. Und zum Zombie geworden. Wie alle anderen auch. Vielleicht hat er es deshalb geschrieben. Weil er dachte, oh Gott, ich werde zum Zombie. Ich muss schnell noch mein Wissen weitergeben, weil ich habe doch keinen Schüler, dem ich das geben könnte. Und liebe Leute, ihr müsst also hier den AK-47-Stock müsst ihr dahin tun. Dann daneben die AK-47-Parts. Den AK-47-Receiver dürft ihr nicht vergessen und dann muss vorne dran, muss das AK-47-Barrel und dann habt ihr ein AK-47 gebaut. Das waren die Geheimnisse, die da so drin standen. Und ja, jetzt, wenn ihr jetzt Waffen, Schusswaffen, Schmied, Geheimnisträger seid, kommt euch wahrscheinlich ganz schön albern vor, dass ihr den dafür umgebracht habt, wa? Weil so geheimnisvoll war das jetzt nicht. Muss ich euch ja mal leider so sagen. Das ist oh. Große Geheimnisse sehen anders aus, wenn ihr mich fragt. Warum habe ich keine Dings mitgenommen? Keine Pfeilspitzen? Weiß es einer? Jetzt kann ich gar keine Pfeile craften. Oh, nicht so laut. Wollen wir es riskieren? Zum Nachbarhaus zu rennen, schnell? Das Ding ist, wir haben halt keine Schusswaffen, ne? Das ist immer so eine Sache. Ist das Holz oder ist das, Heu? Das ist Holz. Ich höre draußen Schritte, wir riskieren überhaupt nicht. Schleichen hier wieder hoch, dann gucke ich mal, was ich noch so craften kann nebenher. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Das... Nee. Das ist mir alles zu heikel hier. Wir machen hier noch... Schwupp. Kriechen mit der Taschenlampe unter das Bett und craften irgendwelche Sachen. Unter das Bett. Unter die Bettdecke. Craften heimlich irgendwelche Sachen, ohne dass Mutti das rausfindet. Dann würde ich sagen, bis gleich, meine Lieben. Haltet mir die Ohren steif und überlebt die Nacht recht schön, ja? Und weiter im Text hier. Keine Müdigkeit vor Schützen. Ich mache hier noch schnell... Mache ich noch? Erzähle ich. Oh, ich crafte wieder schön Sachen heute Nacht. Nichts hatte ich dabei. Kein Holz, keine Steinchen. Aber ich konnte dann mit den Planfibers, die wir so dabei hatten, konnte ich noch ein bisschen Tailoring skillen und hab dann derweil hier im ganzen Haus, also im Obergeschoss,
die Fenster kaputt geschlagen mit der Stone Axe. Einfach um ein bisschen Construction Tools nebenher zu skillen. Das schien mir wie eine gute Idee. Und deswegen habe ich das gemacht. Und jetzt sind wir hier fertig und können ins nächste Haus. In das Haus, wo ich eigentlich rein wollte. Wo ist es denn da hinten? Da wollten wir eigentlich hin. Das Längliche. Hätten wir auch zu tun gehabt die ganze Nacht. Loot die Hütte die ganze Nacht. Aber oh, war halt nicht. So, was hilft's über verschüttete Milch zu klagen? Gehen wir jetzt hin, wa? Und ich sehe auch schon Brasslämpchen. Finde ich gut. Finde ich gut und unterstützenswert. So, eine Orange Ho. Das ist natürlich etwas, was man sehr, sehr braucht immer. Nicht. Eine Steel Fire Axe. Ich raste aus. Geil. Muss nur gucken, ob die besser ist. Probieren wir mal den Baum hier einfach aus. Pass auf. Brums. Das waren über 60 Damage. Etwas über 60. Knapp. Knapp gerade so. Oh, nicht so der Burner, ne? Ist halt auch nur orange. Das ist halt das Problem. Warum geht von der Axt Mining Tools hoch? Verstehe ich nicht. Aber wir wollen gar nicht. Jetzt ist es hier. Jetzt fange ich hier wieder an. Ja, wo wollen wir hin eigentlich? Das ist nämlich die Frage. Wir wollten nämlich... Ha! Wir wollen erstmal dahin und gucken, wie diese Mine aussieht. Wenn da jetzt nicht überflutet ist, dann... Dann wissen wir, wo wir wohnen möchten. Ist dann auch noch immer in der Nähe von unserem Geheimzuhause. Oh, die Packets finden wir gut. Und nicht nur das, sondern auch noch... Wartet mal. Ein Ständchen. Sondern auch noch in der Nähe von der Stadt. Also insgesamt wäre das ein Platz, der mir gut gefallen täte. Und ja, ich weiß, wir brauchen eigentlich keine Mine dringend, aber ist immer schöner. Müsst ihr auch zugeben. Ist immer schöner, wenn man eine Mine hat. Weil Mining makes the world go round. Achso, ich habe doch extra... Nee, noch nicht. Wollen wir? Ja, wollen wir schnell. Ich mache auch das hier jetzt noch bewusst mit der Stone Axe. Einfach, weil das dauerte eh nicht lange. Gut, ginge mit der Pickaxe halt ein bisschen schneller. Aber... Mal, das andere. Construction Tools skillen für den... Welches Wort fällt mir da gerade nicht ein? Für den Stahl. Für den Stahl, dankeschön. Weil da wollen wir auch dringend neuen Stahlherstellungsman machen. Seinen Getäten tun. Wenn ihr versteht, dass ich ein Man bin. So, jetzt habe ich natürlich auch, ja, ist jetzt natürlich schön. Wäre das ein Bauplatz zu haben? Aber ich habe mir doch überhaupt keine Gedanken über Layout gemacht. Und über Anordnung und Verteidigung. Natürlich so eine Sache, ne? Was ist denn das doofe Loch? Oh, Zombine. Hallo, na? Upsi. Verstehe ich manchmal nicht. Du olle Zapplerin, ey. Ich hasse die auch sehr. Jetzt. So. Und wenn die nicht so gezappelt hätte, wären wir nicht hier zurück und hätten hier nicht dieses Vogelnest gefunden. Jawohl. Beautiful. So. Hier war doch am Teich. Habe ich doch schwarz gesehen. Habe ich gesehen. Oder ist das, soll das das hier sein? Das ist das. Ah.
Ach so, ja, das ist das Minen. Oh, es ist schon wieder überflutet. Oh Mann, ey. So, oh Mann. Kann doch nicht sein. Warum sind denn. Oh, da, hier. Das kotzt mich jetzt massiv an. Wir probieren mal was aus hier. Wie effizient man das hier alles trockengelegt bekommt. Obwohl, also, da haben wir eigentlich auch keine Lust drauf, war, hier stundenlang Sachen trocken zu legen. Fühlt sich das wieder komplett tutto? Nein. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen Wasser losgeworden mit der Aktion. Nicht verkehrt, aber. Aber. Upsi. Hat sich das jetzt so gelohnt? Das ist die Frage, ne? Und wie lange macht man den Spaß denn dann? So. Warum? Warum fließt es jetzt hier noch? Höre doch auf, bitte, Herr Wasser. Irgendwann ist doch mal Schluss. Warum? Verstehe ich nicht. So. Da unten haben wir keinen. Upsi, siehst du? Ach so, weil es da uneben ist. So, da muss hin. So. Ah, fließt aber sofort. Oh Gott, im Himmel. Oh Gott. Ich bin mir verhältnismäßig sicher, dass wir da keine Lust drauf haben. Das lassen wir. Das lassen wir schön. Ich meine, gut, wir haben es jetzt hier ein schönes Stückchen zurückgedrängt, das Wasser. Nicht so verkehrt, aber da können wir beibleiben, echt, ey. Das sind so die Situationen, wo ich dann doch denke, das ist doch zu viel Wasser. Schweinchen, wollen wir dich töten? Eigentlich nicht wahr, wir sind gerade auf der Suche, da habe ich keine Lust. Stundenlang mit Gestank in der Tasche rumzurennen. Rechts zu dem Bär wollen wir auch nicht hin. Da ist nochmal eine Hütte. Wo, was, ja, was haben wir eigentlich so? Was hätten wir denn so lieb zum Wohnen, ne? Außer einer Mine. Und Wasser. Ich meine, gut, über Wasser brauchen wir uns, glaube ich, nicht so richtig Sorgen zu machen. Achso, ist schon tot. Alles klar. Oh yeah. Das haben wir überall. Auch in der Mine. Ja, wenn es nicht so verdammt dunkel wäre und man. Oh. Wenn man da unten tauchen geht, versteht ihr, was ich meine? Dann könnte man ja mal gucken und ein bisschen durchtauchen, aber so traue ich mich immer nicht. Tja, ja, vielleicht ein bisschen höher mal. Ist vielleicht nicht verkehrt. Vielleicht finden wir dann mal eine. Was? Oh, hast du mich erschreckt, ey. Vielleicht finden wir ja dann mal eine Mine, die nicht ganz so nass ist. Ja. Ja, komm. Eat direkt. Scrap direkt. Und wir machen auch eine neue Stone Axe. Also für Kriecher. Nö. Das sehe ich überhaupt nicht ein, mich jetzt hier mit den Kriecher rum zu ärgern. Und wir essen mal das ganze Dosenfutter schön auf hier. So. Sind was los? Ist er noch hinter uns? Ist er noch? Hihi, wir laufen weg. Mach's gut, du Trottel! Ja, ist natürlich jetzt wieder.
Verlieren wir natürlich wieder Zeit, wa? Wenn wir jetzt hier rumrennen und suchen und am Ende nichts finden und dann immer noch unentschlossen sind und boah, mehr so mittel. Aber ein bisschen Kohle können wir schon mal mitnehmen. Und Vogelnestchen auch. Sieht da wundervoll. Tja. Okay, hier scheint es aber auf jeden Fall. Wir werden den Tag nicht vor dem Abend loben, aber es sieht ein bisschen trockener aus hier. Wobei hier so Waldgebiet ist natürlich wieder nicht mehr so warm. Könnten wir zügig in Frierung kommen, wenn wir Eisensachen anziehen. Obwohl natürlich in diesem Dings hier, ihr seht es ja, hier sind ganz viel Sachen an der Oberfläche. Oh, ein Iron Arrowhead. Warte, nehmen wir erstmal die Feder noch mit. Und dann craften wir einen Iron Arrow. Na, Protektium schön. Da wärt ihr beinahe jetzt an dem Vogelnest vorbeigelaufen. Warum habe ich eigentlich, sehe ich jetzt gerade, habe ich seit Stunden dabei. Haben wir noch nicht verdingst. So, Gunpowder können wir schon machen. Ich glaube, das geht auch schon ins Gunsmithing rein. Das ist nämlich ganz gut. Das war die... Achso. Hallo, Herr Hirsch. Dachte, der verendet da gerade. Können wir auch Gunsmithing mitscalen. Das ist auch gar nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Wenn man erstmal gemütlich mit Gunpowder machen, Gunsmithing skillt und dann, wenn man Gunsmithing gelernt hat, die Dings macht, die... Ah. Da fehlen mir die Worte. Die Munition. Munition war das Wort. Ammunition. Nehmen wir mal nicht hier. Kühlchen nehmen wir nochmal mit. Kühlchen. Und schadet ja auch nichts. Ich meine, wir haben jetzt eh gerade nichts dabei, was wir groß craften würden. Klar, ich könnte jetzt nebenher die ganze Zeit noch mit den, Plant Fibers oder noch Stone Axes craften nebenher, aber wenn das Gepäck so voll ist, dann musst du alle 5 Stone Axes oder alle 5 Plant Fiber Sachen musst du anhalten, auspacken oder wieder verscrappen und da habe ich nie so Lust drauf. So, hier ist schon mal wieder ein Teich. Hier hätten wir schon mal Wasser. Klar, oh, wir hätten auch, naja. Seht ihr, da geht's Jan Schmissing hoch. Hier gefällt es mir eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich euch sagen. Rein von der Gegend. Da wäre auch ein Teichchen. Puh, jetzt sind wir ganz schön weit weg, sonst von den großen Wassers, ne? Ich habe auch keine Lust, immer so eine Weltreise zu machen, zum Wasser holen. Aber auf der anderen Seite, was denn das? Scrap it, eat it, eat. Scrap. Iron Arrow. So. Da waren wir schon dran. Vielleicht orientieren wir uns doch nochmal ein bisschen Richtung Wasser. Was denn da? Nochmal ein Häuschen. Oh, das ist sogar so ein Haus. Das, Die sind auch immer verlockend. Aber eigentlich will ich mir... Na, ihr wisst ja, wie es das letzte Mal war. Etwa 12, als wir uns in Prefab eingerichtet haben. War so ein bisschen langweilig, ne? Rein baumäßig. Weil die haben natürlich einen großen Vorteil. Diese hier. Gut, ist für uns jetzt akut nicht mehr wichtig. Die sind extrem geil, wenn man die ganz am Anfang findet. Zeige ich euch gleich mal. Aber erstmal machen wir die Leute tot. Nicht, dass die uns noch hier beim Sachen zeigen von hinten erwischen. Die haben den großen Vorteil, dass die direkt eine Forge drin haben. Das wollte ich sagen. Und dann kannst du halt direkt ganz am Anfang, ohne Pipes zu brauchen,
ohne Tiere erlegen zu müssen, kannst du halt direkt Sachen losforgen. Das ist immer ganz nett. Oh, jetzt hier so wenig Frames. Finde ich nicht schön. Was ist da los? Sag mal, du Typ. Sag mal. Ich hasse die sehr. Wie viel die aushalten, ne? Na also. Ey. Oh. Ah, ist auch schlecht. Scrappet. Scrappet. Noch einer. Lass mal schnell die Nerds hier looten. Siehst du, Splint? Ja, hätten wir fast gebraucht jetzt. Ouchie, sagte er. Oh, die Nerven. Trifft die immer nicht in den Kopf, die Doofen. Sag mal. Fressen nur meine Pfeile auf. Jom, 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 sagen die. Oh, lecker Eisenpfeil. Nehme ich zweimal. Endlich. Endlich ist er verendet. So, hier, da ist er, die Forge. Nur falls ihr mal hier auf so ein Haus trefft und nicht wisst, wo ihr eine Forge kriegen sollt, hier trenne. Und ich bin hier eigentlich auch nur rein aufgrund des Bücherregals, weil ansonsten... Oh, Vitamine. Finde ich natürlich prima. Putze. Brauchen wir ja nochmal ein bisschen Wellnetz. Oh, mietst du? Essig. Natürlich prima. Ja, natürlich sehr, sehr prima. Gehen wir hier noch an den Desk. Football Helm braucht kein Mensch. Scrap it. Your heart, soul and the rest of you already feel warmer. Weil die Suppe schön warm macht. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Ich behaupte, dass Meatstew immer noch das beste Essen im Spiel ist. Zum satt machen und Wellnetz machen. Und das ist natürlich, wenn man in der Wüste oder in der Steppe sich ansiedeln möchte, weil man es cool findet oder weil es sich aus irgendwelchen Gründen lohnt. Das ist natürlich doof, ne? Wenn man dann regelmäßig Sachen isst, die so warm machen. Muss mal meinen roten Tee dabei trinken. Upsi. Apropos roten Tee. Wollen wir ihn mitnehmen? Eigentlich nicht, wa? Hüschi? Tja, meine Lieben. Jetzt ist natürlich, ja... Ist natürlich alles so eine Sache, wa? Oh, Potatium nehmen wir nochmal mit. Und dann ist aber schon wieder Schluss für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play 7 Days to Die. Und tschüssli Müsli.